Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 6. August. Mach auch mal so. Ich würde gerne meinen Kopf so können, so wie die Frauen das machen. Ich kann das nicht. Ja, heute haben wir den 6. August und am 6. August haben wir ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist Roman Weidenfeller. Der Roman Weidenfeller, das gibt's doch gar nicht. Ja, Roman Weidenfeller, kennst du den? Nee. Das ist mir klar. Der Roman Weidenfeller war die Nummer. Fußballer, oder? War die Nummer 3 oder Nummer 2? Nummer 5. Nummer 3 bei der Weltmeisterschaft 2014. Weil meine Nummer 1 war Manuel Neuer. Die Nummer 2 war Roman Weidenfeller. Und die Nummer 3, wer war die Nummer 3? Ah, jetzt krieg ich's nicht zusammen. Mist, ärgern, ärgern, ärgern. Mist. Nee, oh, Roman Weidenfeller ist 1980 geboren. Ist eigentlich noch ein junges Küken, ne? Ein junges, ja. Küken. 1980, ja, geboren, am 6. August. Und ich sage, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Gratulation Birthday, happy von der Stelle aus. Jawohl. Genau, ja. Aber am 6. August ist noch was passiert? Ja, wir hatten am 6. August einen Kinostart. Und zwar der James-Bond-Film in tödlicher Mission kam Ach, in die Kinos. Roger Moore-Filme. Kinostart in Deutschland, 6.8. Was ist dein Lieblings-James-Bond? Tatsächlich die alle mit Sean Connery. Ich kann es keinen benennen, aber... Nein, ich meine ja, jetzt auch der Schauspieler so. Ja, ja, Sean Connery. Ja, Sean Connery, ja, ja, eigentlich schon, ja, ja. Also Sean Connery, ja, ist ganz weit vorne. Sind ja, nicht so viele. Schon, ja. Ich finde den Daniel Craig ziemlich geil. Gucke ich gut, gucke ich gerne, ja. Gute Filme, ja, aber Sean Connery ist halt so kultig. Ja, ja, Daniel Craig ist so, der verkörpert halt einen ganz anderen Style von James Bond, sag ich mal, so ein ganz anderes. Ja, aber gut. Eine ganz andere Stimmung sozusagen. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Und Roger Moore ist ganz hinten. Fand ich doof. Ja, also oder hier, ach, wie hieß denn der andere da? Pierce Brosnan. Ja. Timothy Dalton. Ach komm. Was denn jetzt? Lieber Pierce Brosnan oder Timothy Dalton? Lieber beide nicht, ehrlich. Lieber beide nicht. Ja, Pierce Brosnan fand ich am Anfang auch okay, aber dann irgendwann war es ausgelutscht. Ja, ja. Aber Daniel Craig könnte ich immer gucken. Irgendwie, wenn neuer kommt, auch wenn er scheiße ist. Also der eine, der Spectre, habe ich im Kino gesehen. Spectre? Boah, mhm. Was ein Rotz, sag ich dir. Aber ich finde den trotzdem Echt? Gut. War der rotzig? Der war Rotz, aber ich fand ihn trotzdem gut. Weil Daniel Craig irgendwie gut ist in der Rolle, finde ich. Aber ja, der Film an sich war irgendwie, oh, egal. Ja, aber am 6. August ist aber auch Gedenktag an Hiroshima. Kennst du? Kenn ich. Ja, da ist der Atombombenabwurf gewesen, ja. 1945, heute Gedenktag, denken wir alle, Chip, du bist ja Gedankenleser, warum, Chip. Woran denke ich? Du denkst gerade an Hiroshima. Richtig, sehr gut, du bist richtiger Gedankenleser. Ja, was war am 6. August noch? Ja, ich habe auf der Liste hier bei mir auch nochmal Hiroshima draufstehen. Echt? Mhm. Ah, okay. Ja. Und was hast du da? Ja, das US-amerikanische Bombenflugzeug wirft über die japanische Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Ja, genau. Also doppelt gemoppelt, ne? Jetzt diesmal drin von der Redaktion. Ja. Aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug erwähnen, weil es ist halt eine Sache, die uns alle gerade in der heutigen Zeit mahnen sollte, bewusst mit Leben anderer Menschen und mit unserem eigenen und mit diesem Planeten hier umzugehen. Von daher kann man es nicht oft genug erwähnen. Jetzt werden wir aber ernst, ja. Tut mir leid, aber hier muss man auch ein bisschen ernst werden. Ne? Auch wenn der Elad dabei ist. Morgen. Ja, das war aber Spaß. Morgen. Morgen dann. Ist wieder ein bisschen witziger. Dann geht's wieder fröhlicher, ich fröhlicher los. Meine Brille, das sieht auch noch besser aus. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind.